Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Satisfactory. Ja, wir haben jetzt gerade... es wird Nacht, sehr schön. Ich würde mir so ein Flutlicht wünschen, aber ich glaube, das gibt's nicht. Das wird wahrscheinlich Performance fressen ohne Ende. Ja, wir sind hier mitten in der Produktion und bauen hier und bauen hier und bauen hier. Haben wir hier die Schrauben schon eingestellt? Natürlich nicht. Stellen wir auch ein und dann kommt hier ein Endcontainer hin. Ja, wer jetzt gerade erst eingeschaltet hat und sich fragt, was passiert hier denn bitte gerade? Den sei gesagt, wir machen hier gerade unsere Produktionslinien alle fertig. So, dass wir dann hoffentlich in ein paar Folgen eine kleine Reise machen können, ohne uns Gedanken machen zu müssen. Ja, das wäre halt ganz schön. So, wir müssen jetzt aber Folgendes noch machen. Ich möchte, dass überall natürlich auch 30, hier kommen jetzt 30, okay. Der macht auch 30. Ne, hier oben steht's. Wer sich fragt, wo steht das? Da oben, hier, 30 pro Minute. Der schafft hier aber nicht 30. Und ich will, dass die immer 30 schaffen. Das ist mein Ziel. Und das haben wir jetzt erreicht. Dauert ein bisschen, aktualisiert. Eigentlich irgendwann mal. Gut, vielleicht muss auch erst Strom dran, aber es werden 30 sein, weil zwei Batterien erhöht um das Doppelte natürlich. Auch hier. Oh, die hier machen wir schon mehr als genug. Okay, also hier brauchen wir es nicht. 90. Wir müssen mal schauen, wie das funktioniert oder nicht funktioniert. Bin ich mir nicht sicher, wie man das jetzt umrechnet. 90 pro Minute, A6 Schrauben. Müssen wir gucken. Ich würde dabei jetzt schon mal Folgendes machen. Das haben wir ja schon. Dann würde ich gern das machen. Und das machen. Ich würde auch das gerne machen. Und ich würde... Der muss da hingucken, haben wir gesagt. Und mittig ist der immer. Das heißt, der steht da. So. Und dann läuft der auch. Wir gucken mal. Strommäßig sind wir mega safe. Wir müssen jetzt natürlich raus ins Dunkle, leider. Ich wünschte, man könnte die Dunkelheit auch so ein bisschen wegmachen. Es sieht natürlich cool aus. Alter, auch an der Wand. Ich wollte gerade Fassade sagen, aber es ist ja keine Fassade. Es sieht schon krass aus. Wir können ganz kurz... viele Öms. Was wollte ich machen? Hochgehen? So. Halt. Weißt du was? Wir gehen rum. Wir quälen uns da jetzt nicht hoch. Wie gesagt, auch da müssten... Obwohl, eigentlich müssten wir hier irgendwann auch gar nicht mehr hoch. Aha. Also das ist auch ein Band, was hier runterläuft. Das läuft dahin. Es würde ja Sinn machen, dieses Band hier... Unser Inventar wird zugemüllt. Ich sehe es schon kommen. So, und dann brauchen wir hier mal eine Weiche wieder. Die ist natürlich in der Logik. Also Logistik. Logik. Du hast Logik gesagt. Ja. Jetzt müssen wir mal schauen. Ist natürlich jetzt nachts ein bisschen schwierig. Ich habe hier null Orientierung gerade. Da. Das heißt, hier geht es rein. Das heißt so. Und hier würde ich sogar... das so machen. So, das stört mich jetzt nicht mit den Gebüschen. Ich hoffe euch auch nicht. So, dann machen wir jetzt Folgendes. Da oben ist doch noch was. Und der kann auch erstmal weg. Und der kann weg. Und der kann weg. Und dafür darf der dann da rein. So, dann sollte das eigentlich jetzt wieder laufen. Jawohl. Und das Krasse ist, der splittet das jetzt auf. Und dann müssten wir theoretisch gesehen, wenn wir hier lang gehen... Wie gesagt, auch das bitte, es ist nicht die Final Vision, ja? Also... Da wird noch das eine oder andere kommen. Ok,
Okay, irgendwie auch cool. Und dann geht das hier so fett runter. Und da muss das ja rein. Förderband zu lang. Ein Traum. Wie gesagt, es ist alles noch ein bisschen rudimentär. Das werden wir schicker machen. Wichtig ist mir erstmal, dass es läuft. Band ist genau drunter, passt perfekt. Mir ist nur wichtig, dass es erstmal läuft. Achso, wir brauchen hier noch den da. Okay, wir gehen da mal rein. So, wir gehen hier rein. Die Performance ist ein bisschen runter, so wie man die Taschenlampe anhat. Also ist einfach so. So, theoretisch gesehen, wir können ja mal gucken. Theoretisch gesehen, ich mach mal das Licht aus, dann läuft es ein bisschen performanter. Müsste das jetzt hier durchgehen? Jawohl. Müsste hier reingehen. Was es natürlich brav tut. Kommt hier raus als Barren. Auch das ist vollkommen korrekt. Geht hier in den Container rein. Kommt aus dem Container wieder raus. Wird weiterverarbeitet zu Rohren. So, es kommen Rohre raus, sehr gut. Geht in den Container für die Rohrenreserve. Die braucht man nicht unbedingt, aber ich finde es cool, wenn wir da so einen Step drin haben. Geht weiter in die Verarbeitung zu Schrauben. Und kommt als Schrauben dann wieder raus. Und wird gelagert. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Ja, und das reicht hier. Guck mal, also ich glaube, das ist viel zu langsam sogar noch. Aber das liegt an dem Förderband. Wir können natürlich mal eins machen. Können wir uns das leisten? Nein, wir brauchen noch welche. Holen wir mal schnell. Wir machen mal das Superförderband. Auch wenn sich das da jetzt staut, ist nicht schlimm, wenn der Container voll wird. Das stört mich jetzt nicht so. So, et voilà, da haben wir's. Komm her, ein Huni. Das sollte für den Anfang reichen. So. Und es wird schon wieder Tag. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So. Wo haben wir sie denn? Die brauchen wir. 33 kriegen wir hin. Machen wir mal. Die stecken wir natürlich. So. Und dann geht's hier hin. Und dann machen wir das Superfließband. Ist ja logisch. So. Und hier hinten war das. Und dann gehen wir hier nochmal hin. Und sieh einen. Alter! Alter! Wie krass ist das denn hier? Schaut euch mal an, wie das runtergeht. Ja, ein Traum. Ein Traum, wirklich. Das Band ist fast zu schnell sogar. Aber hey, wir haben sie jetzt. Es ist geil. Es ist wirklich geil, wie das hier durchgeht einfach. So sieht das von oben aus. Also ein wahrer Traum. Dieses Fließband. Läuft. Läuft wirklich. Sind wir da auch schneller? Ja. Ich komme da nicht mal gegen an. Krass. Ja, man sieht, jetzt kommt da nicht mehr hinterher, aber es macht nichts. Es frisst ja keinen Strom. Es ist okay. Hauptsache, es staut sich hier nicht. Und guck mal, wie viele Schrauben wir schon haben. 202 Schrauben in der kurzen Zeit. Und darum ist das Automatisieren so wichtig. Und jetzt müssten wir den nächsten Prozess dann angehen. Warum steht der Container da oben? Ist da was drin? Nö. Dann weg damit. Und hier haben wir noch normale, ne? Bei den Ärzten haben wir noch normale. Oh. Wie voll ist denn das Inventar jetzt? Oh, gar nicht so voll. Okay. Weil dann können wir die Oma wegmachen. Das sieht ein bisschen doof aus. So. Et voilà. Und dann machen wir hier die nächste.
dann brauchen wir einmal. Wo war das? Den normalen, bitte. The Normal. Ich nenne ihn einfach The Normal, ne? Das passt schon. So, ist das auch mittig? Ja, ne? Das ist schon mal mittig. Sehr gut. Dann brauchen wir hier natürlich die Produktionsschmelze. Wir müssen hier was schmelzen. Kriegen wir hin. Nach der Schmelze brauchen wir einen Container. Und da wollen wir hier den großen haben. Ich befürchte, wir müssen nochmal welche machen. Aber wie gesagt, dafür haben wir dann eine fette Produktionskette. Und wir sollten auch schon mal gucken, wie wir was hier machen. Es kommt hier an. Es wird natürlich zu Metallbarren, also Eisenbarren. Diese Eisenbarren, wir müssen jetzt diese gefalteten Stahl machen. Ich muss mal gucken, was wir dafür brauchen. Ich glaube, wir können das gar nicht so sehen. Ich gehe da einfach mal kurz hin und wir gucken mal, wie wir die jetzt genau herstellen. Diesen verstärkten Ausschrauben und Metallplatten. Okay, dafür brauche ich die Leinen aber nicht. Das ist natürlich... ich habe eine... Gab's nicht in der Produktion? Manufaktur erzeugt zwei Teile aus ein anderes. Erzeugt aus zwei Teilen ein anderes. Ich brauch's genau umgekehrt. Eine Ingot brauche ich nicht. Ich brauche jetzt umgekehrt. Wir brauchen den hier. Okay, wir müssen mal gucken. Wir benötigen auf jeden Fall schon mal gefalteten Stahl. Das kann man schon mal sagen. Wir benötigen gefalteten Stahl. Und zwar brauchen wir insgesamt 6 Stück. Okay, das machen wir nochmal schnell. So, dann haben wir das auch. Wir müssen jetzt ein bisschen tricksen. Darum haben wir uns aber Platz gelassen. Das passt schon. Wir tricksen. Ich hoffe nur, ich habe genug Platz gelassen. Ich hoffe einfach nur platzmäßig. Und ich hoffe, wir müssen hier nicht jetzt... Wir gucken mal. Okay, also das ist schon mal problematisch. Wir machen Folgendes. Wir setzen... Wo war denn der da? Einen von denen hier hin. So. Der geht da rein. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier 2 von diesen Konstruktionsgedöns hinkriegen. Und die Frage ist, ist das wegen den Büschen? Komm mal her, die mähen wir jetzt mal weg. Ist der Busch schuld? Der George W.? Oder ist da die Wand schuld? Ja, das müssen wir jetzt rausfinden. Ich glaube, die Wand ist schuld. Aber da können wir auch Abhilfe schaffen. Zumindest erst einmal. Das können wir dann schöner bauen, machen da eine Beule rein oder so. Wir gucken mal. Uns fällt da schon noch was ein. Okay, hier oben auch. Und die auch. Ich würde das schon lieber hier ordentlich stehen haben. Ja, sehr gut. Das war nicht sehr gut, das war sehr schlecht. Gut, Eigenlob stinkt, aber macht nichts. Nicht genügend Freiraum, aber warum? Aber warum hat er nicht genügend Freiraum? Muss das auch noch weg? So, wir gucken mal. Jetzt passt es. Sehr gut. Halt. Auch falsch. Dann geht der da rein. Und wir müssen jetzt noch einen bauen.
noch ein Konstrukt da. Den setzen wir auch möglichst nah daneben. So, dann geht das Band. Ja, wir setzen das mal. Ja, wie machen wir das? Ne, das sieht doof aus. Das sieht alles doof aus. Das sieht perfekt aus. Geht hier rein. Hier machen wir... Oh, jetzt müssen wir mal gucken. Was haben wir denn hier gemacht? Das war, glaube ich, noch ein Schritt zu früh, ne? Oh, ich muss mal gucken. Jetzt habe ich den Überblick verloren. Wir müssen mal ganz kurz noch mal schauen. Ich glaube, das war ein Schritt zu früh. Das wäre ärgerlich. Ich komme da hoch, okay. Also, für den verstärkten Stahl benötigen wir Stahlplatten und Schrauben. Gut, Stahlplatten, dann war es doch nicht zu früh, weil die Stahlplatten stellen wir gleich am Anfang her. Stahlplatten und Schrauben, das heißt, hier machen wir die Stahlplatten, also die Eisenplatten. Und hier machen wir die Stangen und hier geht es dann auch weiter. Wir wissen, wieder große Container nach Möglichkeit. Ich hoffe, wir können es. Wo ist er? Wir können nicht mehr. Gehen wir mal kurz lang. Und stellen uns da noch ein bisschen her. Und wir können auch gleich Concrete holen, ehrlich gesagt. Brauchen wir natürlich auch. Du bist voll der konkrete Typ, Mann. So. Ja, ist krass, so eine Fabrik zu bauen. Und dann gehen wir hier runter und sagen ganz klar, komm, wir wollen dich haben. Und keinen anderen. Und wie gesagt, auch diesen Prozess werden wir sehr bald schon automatisiert haben, dass wir das hier gar nicht mehr machen müssen. Das wäre eigentlich ganz schön. Aber wahrscheinlich würde es mehr Sinn machen, das bei der Kohlefabrik zu machen und dann hierher laufen zu lassen über Bänder. Ich weiß es noch nicht. Da müssen wir mal gucken. Oder ob wir das hier machen. Ich bin noch unentschlossen. So. Dann haben wir das jetzt auch gleich alles verarbeitet. So, und das verarbeiten wir natürlich auch alles. Dum, di, dum, di, dum. Ja, und dann haben wir gleich zumindest die Metallproduktion erstmal fertig. Der erste Schritt ist dann sogar schon abgeschlossen. Dann könnten wir gucken, Concrete könnten wir herstellen, also hier Beton sozusagen. Und ja, dann sieht das ja auch schon ganz gut aus. So, dann haben wir jetzt mehr als genug. Dass wir hier nicht jedes Mal wegen einer Sache dahin rennen müssen. Die Sam-Erz haben wir auch noch, sehe ich gerade. Ja. So, hier haben wir eingestellt. Eisenplatten. Haben wir. Rohre. Haben wir. Und jetzt geht's los. In dem Fall brauchen wir natürlich auch zwei Container. Zu teuer. Jetzt fehlen die anderen. Ach, irgendwas doch immer. Gut, dann lassen wir das erstmal. Dann geht's weiter hier rein. Und jetzt brauchen wir nämlich nochmal eine Fabrik. Ein Konstruktor sozusagen. Und der passt hier natürlich wieder mal nicht hin. Also ich sehe schon, wir müssen hier die Wände komplett bearbeiten. Das ist ja witzig. Falsche Taste. Immer noch nicht. Eisen. Ach, es fehlen uns drei. Ich verstehe. So. Bin ich dumm? Nee, bin ich nicht.
Wir können drinnen nicht konstruieren. Das ist ja das Problem. Uns fehlen 3. Also eigentlich 6, ne? Wir müssen danach ja nochmal. Ich weiß es gar nicht. Wir machen einfach mal 6. Das passt schon. So. Ich will hier rüber. Okay. Und dann müssten wir da drin. Dann müssten wir, wenn wir hier auf den Constructor gehen. Meine Güte, ist das kompliziert mit diesen Wänden. Warum die nicht eine Abmessung bekommen haben, dass es passt. Ich will keine Liste, ich will den gern bauen. Und zwar so. Gut, dann geht das hier rein. Und aus den werden Schrauben. So, und jetzt brauchen wir... Ja. Wir sind schon weg. Alles gut. So, nimm mal das. Ist nicht so viel, aber immer ein bisschen. Es sollte reichen. Daraus machen wir uns dieses andere Zeugs. Und dann können wir Container bauen. Das ist doch ein Traum. So. Ja. Perfekt. Und dann müssen wir den machen. Nee, wir müssen hier den daraus machen gleich. Wir können hier sogar noch 12 Stahlbarren herstellen. Machen wir doch glatt mal. Wenn wir das eh schon in der Tasche haben. So. Ja, die Produktion läuft immer besser. Und wie gesagt, Metall haben wir dann jetzt, glaube ich, abgeschlossen, oder? Wir haben gefalteten Stahl, also verstärkten Stahl. Wir müssen dann mal gucken. Ich glaube, wir sind mit Stahl dann schon mal komplett durch. Was auch gut ist, denn die Produktionsreihe ist hier am Ende. Sonst müsste ich oben weitermachen. Haben wir jetzt eingestellt, ne? Daraus werden Schrauben. Gut, jetzt brauchen wir 2 Leger. So. 1. Und Nummer 2. Steht nicht ganz gerade, aber gut, darum soll es uns jetzt nicht gehen. Aufpassen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir Schrauben und Dings und das müssen wir jetzt zusammenführen. Und dafür brauchen wir nämlich, und jetzt kommt's, den anderen. Den brauchen wir jetzt. Wow, erzeugt aus 2 Teilen ein anderes. Den brauchen wir, dafür brauchen wir 4 Rotoren und 3 von denen. Gut. Und da haben wir es. Also die Länge der Halle ist perfekt. Bis jetzt zumindest. So, 4 Rotoren und 3 Rahmen. Wir gucken mal. Modularer Rahmen. Brauchen wir noch ein bisschen gefalteten Stahl, würde ich sagen. Und zwar insgesamt 6 Stück. Das sollten wir aber hinkriegen. So, dann machen wir 3 von den Rahmen und 4 von den Rotoren war das. Dafür brauchen wir Schrauben. Auch kein Problem. Also wie man sieht, es läuft dann eigentlich. Wir haben jetzt so viele Ressourcen, dass wir uns um die Dinge, wo wir am Anfang gekämpft haben, gar keine Sorgen mehr machen. Die machen wir einfach easy peasy nebenbei. Und wie gesagt, der nächste Step ist dann, wir holen uns nur noch aus dem Lager. Wir werden irgendwo Lagercontainer hinstellen und die werden dann einfach völlig automatisch befüllt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich bin ja fast dafür. Ich bin dafür, aber... Wie weit weg? Ich glaube, wir machen das so. Ich glaube, das ist okay. Da müssten wir die Halle vielleicht doch noch um einen länger bauen. Ich bin mir nicht sicher. Andererseits sieht es so wahrscheinlich einfach besser aus. So, und jetzt schließen wir das Ganze mit dem Strom an. Das heißt, wir brauchen hier natürlich auch noch ein Stromnetz. Alter Falter, was für eine krasse Folge. Wirklich krasse Folge. Das ist nicht ohne. So, machen wir mal so und so. Wir gucken mal. Da ist natürlich noch nichts angeschlossen. Ups.
Nee, dies will ich haben. So, der ist hier. Der muss einmal da ran. Dann muss er hier. Der muss da. Und der muss da ran. Dann muss der noch weiter nach denen auch. Da ist er schon ausgelastet hier. Gibt auch bessere noch, also da auch keine Sorge. Der muss da ran. Und der muss da ran. Zu teuer. Es fehlen uns Kabel. Okay, die kriegen wir jetzt easy peasy auch noch hin. Ich hoffe, wir haben alles in der Tasche, sonst müssen wir nochmal zum Container laufen. Aber wie gesagt, es geht voran. Dann schließen wir das an und dann läuft das. Ja, Kabel, kein Problem. Guck mal her, wir machen nochmal einen ganzen 100er Stack. Das kann nicht schaden. Wie man sieht, braucht man die ja doch ein bisschen häufiger. Wir können da auch mehr als einen 100er machen. Obwohl, komm. 99, passt. Perfekt. So. Und dann geht's hier weiter. Dann müssen wir den letzten noch anschließen. Das ist der an den. Und der an den. Und der an den. So, dann haben wir da schon mal auch ein bisschen was gespannt. Wie sieht's strommäßig aus? Ja, es frisst noch nicht so viel. Jetzt müssten wir natürlich mal gucken, dass wir... Ja, dass wir hier auch Eisen ranbekommen. Wir haben ja oben noch ein Förderband. Das könnten wir nochmal benutzen. Aua, ich hänge da irgendwo. Hallo, hallo, liebes Spiel. Zuckel, ruckel, was war das? Ist übrigens eine Early Access. Für alle, die sich wundern, wenn es manchmal irgendwie ein bisschen unperformant läuft. Es ist eine Early Access. Und es ist auch echt krass, was wir hier veranstalten. Das muss man halt auch mal sagen. Ja, also schon sehr cool. Und wie gesagt, auch das ist nur eine ganz rudimentäre Geschichte. Nicht genügend Freiraum. Okay, wir müssen es mal anders machen, aber. Das ist ja schon ganz witzig. Sehen wir den? Ja, sehr gut. Das erspart uns den Weg nach oben. Nicht genügend Freiraum? Bitte was? Darf man hier nicht durchbauen? Das ist natürlich schlecht. Ich weiß nicht, ob das hilft. Wir schauen mal. Eigentlich müsste ich hier erstmal testen. Nicht genügend Freiraum. Könnten wir hier Trick 17 verwenden? Gucken, ob das geht. Ich glaube nicht. Das geht. Okay. Das geht auch. Und dann geht das natürlich jetzt auch. Sehr gut. Das heißt, das läuft hier auch. Wie gesagt, sieht jetzt noch nicht so mega schick aus, aber darum geht es ja auch nicht. Es soll nicht schick sein, es soll funktionieren. Und das müssen wir jetzt beobachten. Und wie gesagt, hier bauen wir dann ein bisschen neu. Ich weiß nicht, ob wir das Gift jemals wegbekommen, aber wir werden hier hinten natürlich auch nicht rumrennen. Spielt eigentlich keine Rolle. So, jetzt müssen wir mal gucken, bis das erste Küpferchen hier ankommt. Ja, da kommt schon. Und dann schauen wir mal weiter. Ach, ist das schön, dass es alles automatisch ist. Ist so schön. Und die halbe Stunde ist um. Das ist das Schlimme. Die Zeit, sie rennt einfach so. Ich habe doch gerade erst angefangen und schon eine Stunde aufgenommen. Wahnsinn. Wir schauen uns den Produktionswerdegang aber jetzt nochmal an, ob der funktioniert, bevor wir hier stoppen. Den letzten Prozess müsste ich vielleicht nochmal einstellen. Das habe ich vergessen. Das macht aber nichts. Können wir jetzt noch machen. Den. Okay. Wir gucken mal. Und ich weiß, hinten fehlt noch ein Container. So, wir sind hier. Sehr gut. Jetzt müsst ihr erst aufteilen. Einer da lang. Das funktioniert schon mal. Okay. Da hinten werden Stangen gemacht. Hier vorne Platten.
Wir gucken mal, müsste jetzt gleich kommen. Da hinten die Stangen laufen schon. Wie sieht's hier vorne aus? Liebes Spiel. Okay. Ah ja, und da kommen die Platten. Gut, die Stangen werden hier weiterverarbeitet zu Schrauben. Jawohl. Und da bräuchten wir eigentlich das schnelle Förderband, aber es passt auch so, glaube ich. Ich glaube, wir müssen da nicht übertreiben. So, die gehen dann wiederum hier rein. Ja, sieht man schon, wird voll gehen, aber wir machen da keine Hermann jetzt von. Gut, das läuft hier. Es ist noch ein langsamer Prozess. Die ganzen Bänder werden wir noch beschleunigen. Die ganzen Schnecken müssen wir noch finden, dass wir da auch mehr beschleunigen. Das wird schon werden. Die Metallplatten laufen hier rein und werden verarbeitet. 4 Stück brauchen wir. Also pro Minute schaffen wir nur... Aber wir brauchen momentan nicht so viel. Pro Minute schaffen wir quasi 4 Eisenplatten. Das heißt, pro Minute kriegen wir insgesamt 5... Verstärkte. Ist jetzt nicht so viel, aber besser als gar nichts. Und wie gesagt, wir müssten jetzt eigentlich hinten anbauen. Das können wir ja mal... Ich will jetzt mal sehen. Produzieren. Jawohl. Und wir gucken mal Strom jetzt. Jetzt wird es interessant. Jetzt haben wir natürlich eine Spitze. Aber wir sind noch weit weg von allem, was uns Sorgen machen sollte. Genau. Und dann hat der hier den produziert. Das ist ja optimal. Und natürlich fehlt hier hinten jetzt... Ah, okay, ich verstehe. Der Strom. Okay. Es wird kurz kein Strom hinten sein. Hinten heißt im Übrigen bei der Kohlemine wird der Strom nicht hierher transportiert. Das heißt, es wird alles zum Erliegen kommen. Darum sollten wir auch schleunigst hier wieder einen neuen aufbauen. Erstmal notgedrungen. Denn wie gesagt, das ist nicht so witzig. Okay, das ist da. Läuft. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube nicht, dass der Container da schon hinpasst. Wo war er denn? Hier. Und es fehlen 3. Ich krieg... Boah. Wir holen uns die mal schnell. Das sollten wir noch hinkriegen. Ein bisschen was dürfte wieder hier drin sein. Joa, ein bisschen ist gut. Über 200. Ja, so gesehen läuft's. So gesehen läuft's. Wir brauchen uns keine Sorgen mehr machen. Ich guck gleich mal in den Producer hinten nochmal rein. Was uns umfehlt. Halt, die Folgenende. Folgenende. Wir machen an dieser Stelle kurze Pause, kurzer Cut und bis zur nächsten Folge. Völlig vergessen, um Gottes Willen. Macht's gut, danke fürs Zugucken und sorry, dass so lang geworden ist. Auf Wiedersehen. Gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Euer Zeron. Ciao.